Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich muss hier gerade mal ein bisschen der Ursula hinterherlaufen, weil die offenbar keine Lust hat, mit mir zu reden und jetzt genau in den Teil natürlich unbedingt gehen musste, wo ich nicht hinkomme aktuell. Ursula, du bist so eine dumme Sau. Entschuldigung, aber ich versuch's mal von der anderen Seite aus. Aber wahrscheinlich geht sie dann direkt wieder zu dieser Seite, sobald ich dann einmal dort bin. Ich kenne Ursula ja, die ist ganz gemein. So, ich versuche trotzdem, sie endlich mal ansprechen zu können, weil ich habe es nämlich doch geschafft. Ich habe noch 3 5-Sterne-Menüs gemacht und danach habe ich sie dann hochgelevelt. Oder damit habe ich sie dann hochgelevelt bekommen. Nein. Hallo, Liebes. So. Da wir uns gerade anfreunden, erzähle ich dir ein kleines Geheimnis. Aber bevor ich das tue, hilfst du mir noch bei einer letzten Sache, ja? Sicher? Erzähl weiter. Nun, ich suche nach einem sehr mächtigen Gegenstand. Als mein kleines Experiment, dem Tal die Macht zu entziehen, fehlschlug, erfuhr ich, dass im vergessenen Land eine dunkle und mächtige Magie Macht lauert. Ich habe es satt, etwas umsonst für dich zu machen, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Eine solche Macht sollte bleiben, wo sie ist. Aber das Beste hast du noch gar nicht gehört. Du bekommst eine Gegenleistung. Nein. Ich habe genau das, was du brauchst. Was ist das? Ja! Erzähl mir nicht, du würdest nicht alles tun, um Prinz Erik zu retten. Was? Das kleine Prinzchen hat mich angefleht, die Erinnerung seiner geliebten Ariel zu retten, als das Vergessen kam. Natürlich tat ich dies für einen Preis. Ich habe Ariel aus dem Tal geschickt, damit das Vergessen ihr nichts anhaben kann. Jetzt ist er zu Gast in meinem kleinen Garten. Eine arme Seele in Not. Ariel wird nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Ach, ist das nicht ein Spaß? Lass ihn frei, das ist das Richtige. Ihn freilassen? Wirst du es nie leid, so gut zu sein? Mhm. Natürlich könnte ich ihn eintauschen, wenn du mir dabei hilfst, das zu bekommen, wonach ich suche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr so viel Macht anvertrauen soll, aber ja, klar, ich mache natürlich alles für Erik. Du bist anstrengend. Aber wer bin ich, dass ich einen geschenkten Gaul ins Maul schaue? Geh ins vergessene Land und sieh dich um. Dort gibt es Ruinen, die mit dieser Quelle der Macht verbunden sind. Bring mir, was auch immer du findest. Und, oh, bevor du fragst, ich verspreche, es ist sicher. Warum bist du noch hier? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollen ins vergessene Land, zu irgendwelchen Ruinen. Untersuche die Ruinen im vergessenen Land. Ja, das habe ich gerade gesagt. Die Ruinen, sind das dann die Dinger hier hin? Ja, offenbar. Ah, ja, die sind uns ja schon mal aufgefallen. Okay. Bring den dunklen Kristall zu Ursula. Bin mir nicht sicher, ob ich das tun sollte. Moment, da ist auch nochmal Stein. Ja. Kein Thema, Bass. Dann arbeite ich zumindest schon mal auf Level 9. Alles gut. Das ist gut. Frage ist, wo ist Ursula jetzt? Die ist wieder auf der falschen Seite, oder? Na komm, die ist doch garantiert wieder auf der falschen Seite. Bringen wir. Dann gehen wir direkt mal hier runter. Ich sollte wirklich unbedingt Scar machen, damit ich hier die Dinger wegmachen kann. Und endlich mal. Na, Ursula. Ursula, nein. Ursula, sprich mit mir. Ursula, du blöde Kuh. Boah. Ey. Die machen mich bekloppt, ne? Also generell, nicht nur die Ursula. Ich gehe jetzt hier irgendwie völlig in die falsche Richtung. Nicht nur die Ursula, sondern die machen mich hier alle total bekloppt, weil die laufen immer wieder weg. Jetzt ist es schon... Nein! Sag mal, du selten dämliche Pute. Ich höre am besten auf mit diesem Spiel. Die wollen alle überhaupt gar nicht mit mir reden. Außer Scar. Scar verfolgt mich immer wieder.
Wenn ich jetzt wieder darüber gehe und die sich wieder wegteleportiert, ne, Ursula, dann setzt es was, ganz ehrlich. Dann werde ich dir nie wieder helfen, das schwöre ich dir. Das ist so ein blöder, langer Weg, um hier immer wieder runterzulaufen. Geh mir aus dem Weg, du Rabe. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss Ursula eine klatschen. Nee, das mache ich jetzt. Na. Sag mal. Ursula, ich klatsche dir jetzt eine, ganz ehrlich. So. Oh, du bist es. Ich dachte, du wolltest diesen dämlichen Kristall haben. Und was machst du? Du bist hier von links nach rechts immer hin und her stolzieren und hörst mir einfach nicht zu und ignorierst mich immer, wenn ich auf der anderen Seite bin. So. Das musste jetzt mal gesagt werden. Fischlein, du bist es. Hast du etwas in den Ruinen gefunden? Einen dunklen Kristall auf einen Sockel. Hier. Fabelhaft. Macht. Magie. Es ist genau das, was ich wollte. Es gab 4 Sockel in den Ruinen. Und als ich dies aufhob, begannen sie alle zu leuchten. 4 Sockel in den Ruinen, sagst du? Dann müssen die anderen Kristalle nach dem Vergessen im Dorf verstreut worden sein. Der Schimmer auf dem Sockel ist wahrscheinlich die Ruine, die nach den anderen Kristallen ruft. Schau dich im Dorf um, Gameplayerin. Bring diese Kristalle zu ihren Sockeln und sieh, was passiert. Oh, und nimm das hier mit. Du wirst es brauchen. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Also, ich muss noch 3 andere Kristalle finden. Das ist ja soweit auch alles okay. Aber wieso brauche ich jetzt diesen anderen Kristall? Kann ich nur damit diese Kristalle sichtbar machen? Oder? Oh, das gucken wir uns noch mal kurz an. Ein weißer Esstisch. Sehr schön. Jetzt habe ich keinen... Kurz sagen, jetzt habe ich keine Maus mehr. Ja, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt genau hin? Also, wir haben jetzt oben... Ach, Moment. Haben wir vielleicht irgendwo... Nee, die sind tatsächlich verstreut, denke ich mal, oder? Ich denke mal nicht, dass die jetzt immer auf immer irgendwo drauf stehen oder so und dann am Leuchten sind, sondern die sind wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden verstreut, nehme ich an. Hier sehe ich auf jeden Fall erstmal nichts. Ich muss hier echt mal dringend die Dornen wieder wegmachen. Da sind so viele wieder. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt tatsächlich irgendwie Laute von sich gibt. Bist du auch wirklich stark genug, um hier draußen allein zurechtzukommen? Sonst hast du keine Probleme. Ah ne, das sind die Feuer gewesen. Wo könnten die sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Problem ist, ich möchte jetzt natürlich nicht mit euch stundenlang hier rumirren. Das habe ich gehört. Naja, dachte ich mir schon. Ich möchte natürlich jetzt nicht mit euch stundenlang hier rumirren und dann doch nichts finden. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwie... Ob ich die ausgraben soll vielleicht? Das kann natürlich auch noch sein. Weil das sieht nämlich eher nicht danach aus, als ob die irgendwo mal rumgeflogen sind, sage ich jetzt mal. Als ob die irgendwo... Ich habe hier gerade doch irgendwas gehört. Also, ich gucke jetzt noch mal kurz am Strand, ob ich da irgendwas Offensichtliches erkennen kann. Und dann würde ich sagen, schalte ich euch einfach gleich hinzu, wenn ich irgendwas finden sollte. Dann mache ich nämlich mehr. Dann laufe ich hier überall rum, sammle Nachtdornen ein, buddel ein bisschen die Sachen aus. Oha, jetzt geht das wieder los. Jetzt haben wir noch eine Truhe. Bundel dann die Sachen noch ein bisschen aus und alles und guck dann, ob ich darüber vielleicht irgendwas finden kann. Okay, war nur Geld drin. Ja, also hier finde ich jetzt leider auch nichts.
Deswegen, wie gesagt, ich schaue mal wirklich in allen Ecken und Enden, ob ich was finden kann und hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich was gefunden habe. Oh, was ist das? Ah, ich kann es aber nicht aufheben. Doch, jetzt. Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich denke mal, pro Gebiet wird nur einer sein. Dann gehe ich nochmal woanders hin. Ich war noch nicht auf der anderen Seite. Ich schau mal danach. Ah, ich glaube... Ja, ich habe den nächsten Kristall gefunden. Und nochmal eine Dreamlight-Truhe. Hier auf der Seite. Ah, ja. Und ich habe den letzten Kristall gefunden. Sehr schön. Ich habe gerade so ein bisschen Selbstgespräche geführt. Platziere die Kristalle auf den Sockeln. Okay. Mache ich doch gerne. Müssen wir allerdings wieder hier hoch. So, das war... Oh, mach das Ding hier mal so ein bisschen aus dem Weg raus. So, da hinten, da leuchten sie ja schon alle. So. Und den letzten. Und dadurch kriegen wir einen großen Kristall. Besiegle die Abmachung. Ja, Wo ist sie denn jetzt gerade? Sie ist gerade aktuell auf der anderen Seite. Ich hoffe ganz inständig, dass ich ihr jetzt nicht wieder ständig hinterherrennen muss. Ursula, bleib stehen. Sitz, Platz, aus. Nein, Ursula. Ursula, du Dummes. Du Dummes, Dummes. Oh, das macht mich so aggressiv. Bleib hier. So. Du bist hier. Endlich. Macht. Und sie gehört nur mir. Ich werde die Möglichkeiten, die in diesem Kristall stecken, beherrschen. Hahaha. Es wird Zeit, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ja, klar doch. Wie versprochen, Fischlein, dein eigener erbärmlicher Prinz Erik. Ach du Schande. Er ist immer noch eine arme Seele in Not. Oh, es liegt an dir herauszufinden, wie du es rückgängig machen kannst. Lese immer das Kleingedrückte, meine Liebe. Aber da ich in guter Stimmung bin, gebe ich dir sogar ein Geschenk mit. Nimm dieses Outfit und mache dir keine Sorgen um meine wachsende Macht. Ich verspreche, dass ich sie gut einsetzen werde. Naja. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch. Da bin ich mir nicht so sicher, dass die... Moment. Eine neue Aufgabe. Bringe ihn zu Ariel. Ja, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. So nach dem Motto, Ariel, guck mal, ich habe deinen verwunschenen Prinzen. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Die ist da. Bleib auch bitte da, Ariel. Bitte. Du bist nämlich manchmal genauso schrecklich wie Ursula, was das betrifft, ne? So. Nee, das ist der falsche. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Ariel? Ariel, ich könnte dich, ganz ehrlich. Jetzt hängt die wieder da, wo ich wieder nicht reden kann, ne? Oh, ich hasse es. Ich verstehe es auch nicht. Wie kann man jemanden da reinsetzen, also so programmieren, dass man denjenigen nicht mit, damit reden kann? Jetzt kann ich mit dir reden, oder was? Ja, stell dich doch direkt in den Weg. Ich heb das mal auf, weil sonst ist das hier... Boah, Ariel, ganz ehrlich, ist sie jetzt wieder. Immer noch an der gleichen Stelle. Sag mal, willst du mich hier? Also das ist was, was wirklich mega, mega nervig ist. Gerade bei diesen Fischweibern hier. Hä, wo ist sie jetzt hin? Ja, geil. Geh doch noch mehr an einem Ort, wo ich nicht hinkomme. Ey, Ariel, ganz ehrlich... Du nervst. Du nervst mich gerade tierisch. Also ich würde sagen, ich schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich denn irgendwann mal mit Ariel reden kann. So in der nächsten halben Stunde oder so. Hoffentlich. Bis gleich.
Ariel möchte ihren Prinzen nicht wiederhaben. Du bist es. Ja, ich bin es. Ich stehe hier schon eine halbe Stunde. Dankeschön. Oh Gott. Oh, hallo. Was? Wer ist das? Oh nein, Erik. Wie konnte Ursula mir das nur antun? Bitte hilf uns, Gameplayerin. Wir müssen ihn retten. Du beschützt Erik und ich rede mit Merlin. Mach dir keine Sorgen, ich schaff das schon. Oh, danke. Aha. Ich hoffe, Merlin kann uns helfen. Danke. Kein Problem. Merlin ist doch eigentlich recht zuverlässig. Wo geht der Knilch denn schon wieder hin? Wo geht der schon wieder hin? Der will wieder essen oder einkaufen. Wetten? Merlin, ich brauche mal deine Hilfe. Nicht hinsetzen. Ich brauche Hilfe. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Prinz Erik war die ganze Zeit in den Fängen der Meerhexe. Oh je. Wie ich sehe, hat sie ihm seine Freiheit zurückgegeben, aber nicht seinen Körper. Das ist genau das, was ich von einer Gaunerin wie Ursula erwarten würde. Sie betrügt immer, um zu bekommen, was sie will. Nimm dich in Acht vor ihr, Gameplayerin. Wie es der Zufall so will, habe ich gerade ein Buch über Verwandlung gelesen. Es könnte der Schlüssel sein, um Erik zurückzuverwandeln. Der Titel lautet »Verwandle deine Sorgen weg«. Wie man in drei einfachen Schritten einen Frosch wieder in einen Prinzen verwandelt. Aber er ist doch gar kein Frosch. Ja genau, aber Erik ist kein Frosch. Natürlich ist Erik kein Frosch, aber er ist ein Prinz. Also sollte der gleiche Zauber wirken. Was ist der erste Schritt? Mal sehen. Der erste Schritt, um einen Frosch in einen Prinzen zu verwandeln, besteht darin, ihm ein königliches Zuhause zu bauen. Ich schätze, das bedeutet, dass du hier im Dorf erst einmal ein Haus für Prinz Erik bauen musst. Verstanden, ein Haus für Prinz Erik bauen. Was ist der nächste Schritt? Als nächstes braucht der Prinz einen Gegenstand, der ihn in der menschlichen Welt verankert. Sobald du sein Haus gebaut hast, musst du es nach etwas durchsuchen, das für Erik wichtig ist. Ihm ein Haus bauen und einen Gegenstand finden, der ihm sehr am Herzen liegt. Verstanden. Was ist der dritte Schritt? Dem Buch zufolge ist der letzte Schritt ein Klassiker, Gameplayerin. Der Kuss der wahren Liebe. Bäh. ich werde ihn nicht küssen. Ja, das ist auf jeden Fall sicher. Wie romantisch, sage ich mal. Ich finde es selbst ein bisschen albern, aber es gibt keine stärkere Magie als die Liebe. Es ist Ariels Liebe, die Erik zurückbringen wird. Wenn du einen geeigneten Gegenstand in sein Haus gefunden hast, bring ihn zu ihr und lass sie dreimal seinen Namen rufen, während sie sich Erik so vorstellt, wie er sein sollte. Das sollte ihn zurückbringen. Um sicherzustellen, dass der Zauber von Dauer ist, muss sie ihn kurz danach küssen. Viel Glück, Gameplayerin. Ich dachte, ich muss den Frosch küssen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ach so, ich kann das schon platzieren. Ah, okay. Dann muss ich mal schauen, wo ich überhaupt noch Platz habe. Sollte ja eigentlich irgendwo am Strand sein, ne? Aber da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Platz mehr. Wenn ihr übrigens leider im Hintergrund so ein bisschen hört... Wir haben diese Woche die Handwerker im Haus. Die haben versprochen, leise zu sein. Beziehungsweise haben gesagt, dass das jetzt eigentlich nichts Großes ist, was jetzt laut ist. Aber es kann sein, dass sie zwischendurch mal so ein ganz klein wenig bohren. Ja, ich hoffe, das macht jetzt nicht so viel aus. Jetzt müssen wir den hier oben irgendwie hinknallen. Weil das wird ja größer. Oh, das ist größer. Oh mein Gott. Also ich hau das jetzt erstmal da rein. Oh Gott. Weil ich jetzt keinen anderen Platz mehr habe. Ja, es ist natürlich die Frage. Ich wollte ja eigentlich, wenn ich mit Disney Dreamlight endlich komplett durch bin, also vorerst komplett durch bin, weil es werden ja immer wieder neue Sachen dann dahin gebracht, hatte ich eigentlich vor, alles soweit schön umzustellen. Aber das Problem ist, es kommen jetzt wahrscheinlich so viele Charaktere noch dazu, dass ich... gar keinen Platz mehr haben würde, irgendwas hinzustellen, nehme ich an. Einen schönen Tag noch. Du musst also ein Schloss bauen, das dem Prinzen würdig ist. Keine Bange. Das Duck-Unternehmen kann das zu einem vernünftigen Preis tun. Es lohnt sich, Prinz Erik zu helfen. Wenn du dieses Haus erst einmal gesehen hast, verspreche ich dir, dass du es nicht bereuen wirst. Na gut, der Wald ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube hier der... Ach, wie heißt er jetzt von Anna? Der Christoph, meine ich... Oh, das sieht aber wirklich schon krass aus.
Der Christoph, meine ich, hat nämlich auch eine Verbindung zu ihm. Also ich meine, dass er das gesagt hatte. Ja, das... Eriks Flöte. Ah, ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Nein, aber ich schaue mich hier trotzdem noch mal so ein bisschen um. Das sieht schon ziemlich cool aus. Sitzen? Ach, daneben. Okay. La, 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 la. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Bringe Eriks Flöte zu Ariel. Die Frage ist, wo ist diese kleine... Ah, da ist sie. Und die nächste Frage ist, haut sie wieder ab oder möchte sie tatsächlich ihren Prinzen wiedersehen? Sie ist ja genau in der Mitte. Ariel, es geht um deine große Liebe. Hallo. Oh, Wolli, geh mir aus dem Weg. Los, los, ich muss mit dir reden. Okay. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Das ist toll. Wenn du dann auch zu mir schwimmen würdest, wäre es auch einfacher. Das ist Eriks Flöte. Er hat auf ihr gespielt, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Woher hast du sie? Wird uns das helfen, ihn zu retten? Merlin hat mir gesagt, wie man Erik retten kann. Halte die Flöte, stelle dir Erik in deinem Kopf vor, rufe seinen Namen dreimal und dann küsse ihn. Das wird funktionieren. Ich hoffe, du hast recht. Erik? Erik! Und jetzt werde ich ihn küssen. Es geht los. Oh, Erik, ich hoffe, du kannst spüren, wie sehr ich dich liebe. Oh. Bitte komm zu mir zurück. Auf Wiedersehen. Wuhu! Ist das normal, dass das so aussieht? Hallo? Ah. Ja, bereit für ein Selfie mit Erik. Ja, das hätte ich jetzt auch noch gern gehabt, aber das war die falsche Taste. Egal, ist nicht schlimm. Hallo? Prinz Erik, ist es wahr? Bin ich wirklich wieder ein Mensch? Das bin ich. Und das habe ich dir zu verdanken. Ich weiß nicht, wie ich das dir jemals vergelten kann. Oh, und hey. Nur damit du es weißt, ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein und bin in deinen Rucksack herumgerutscht. Du solltest das Ding wirklich einmal sauber machen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nie, was ich brauchen würde. Ah ja. Moment mal. Wo ist Ariel? Geht es ihr gut? Was hat Ursula ihr angetan? Ursula schickte sie auf eine einsame Insel. Aber jetzt ist sie in Sicherheit. Sie hat mir geholfen, dich zu retten. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ich muss sie sofort sehen. Wow. Wow, ich bin so ausgehungert, dass ich kaum noch laufen kann. So kann ich hier nicht gegenübertreten. Nicht nach allem, ich muss erstmal zu Kräften kommen. Kein Problem. Ich bereite dir auf die Schnelle ein Gericht zu, das einem Prinzen würdig ist. Was hältst du von Gazpacho, Gemüseeintopf und einem frischen Bärensalat? Das klingt unglaublich lecker. Danke, Gameplayerin. Okay. Ihr wisst schon, dass ich das schon kenne. Also die Gerichte schon kenne. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank. Das ist richtig wunderbar, ne? Na gut, dann lauf nicht zu weit weg, weil ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Aber ich habe ja zum Glück die Sterne vorne dran. Da kann ich mich dann hoffentlich dran orientieren, wenn ich es sehe. So, Gemüseeintopf. Zack. Nein, Bass, es ist nicht für dich. Du brauchst gar nicht so zu geiern. So, Gazpacho habe ich noch im Kopf. Das wird es auch machen. So, aber das war doch oben, oder nicht? Jetzt mal gucken. Gazpacho und Bärensalat. Habe ich das jetzt tatsächlich... Ja, hier ist es doch. Meine ich doch. Das war doch ganz oben. So, ich glaube, ich hoffe, er steht noch hinter mir. Ja, perfekt. Bleib hier. Bleib bei mir in der Nähe. Sitz. Fuß.
Achso, jetzt stehe ich. Wieso stehe ich jetzt wieder auf dem zweiten? Bärensalat. Wo haben wir dich denn? Hier mal Salat, aber kein Bärensalat. Kann ich Bärensalat denn schon? Normalerweise schon, oder? Ich schaue hier nochmal eben durch. Das Problem ist halt, ich kann mittlerweile so viel. Und ich weiß auch nicht genau, was das links jetzt genau ist. Also was... Ah ja, Bärensalat hier. Was das für Unterteilungen sind. So, perfekt. Erik, wo bist du? Bitteschön. Einmal für den schmächtig aussehenden Prinzen. Hey! Er sieht aber sehr schmal aus irgendwie. Voll die breite Brust, aber voll schmal der Rest. Gameplayerin, das sieht lecker aus. Sogar noch besser als das, was Koch Luis macht. Vielen Dank. Wow, das war toll. Ich fühle mich so viel besser. Ich kann es kaum erwarten, mit Ariel zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass sie sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Lass uns jetzt gehen. Bis bald. Ja, nix, bis bald. Ich komme mit. La la la. Die Frage ist nur, finden wir Ariel und wird sie da bleiben, wo sie eigentlich sein sollte? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Wo läuft der denn jetzt hin? Lass mich raten, sie ist schon wieder woanders hingeschwommen. Nichts von wegen ihr Prinz. Da ist sie, da ist sie. Werde Zeuge. Ariel, ich bin's. Ich bin endlich wieder ein Mensch. Oh, Erik, das macht mich so glücklich. Ich wollte dir sagen, die Abmachung mit Ursula tut mir leid. Ich wollte dich doch nur beschützen und... Es ist alles in Ordnung. Ich habe auch einmal eine Abmachung mit ihr gemacht. Erinnerst du dich? Also, nie wieder. Nie wieder. Jetzt sind wir zusammen. Und das ist alles, was zählt. Oh, ich muss mit dir reden. Hallo? Ich kann dir nicht genug danken, Gameplayerin. In manchen Momenten, in denen mich Ursula gefangen hielt, verlor ich die Hoffnung. Ich dachte, ich würde Ariel nie wiedersehen. Was machen die beiden Schildkröten denn hier unten, bitte? Uhu! Aber jetzt sind wir dank dir wieder vereint. Ich habe eine Schwäche für gute Liebesgeschichten. Hm? Es gibt nur eine Sache, an die ich immer wieder denken muss. Etwas, das Ursula gesagt hat, um mich anzustecheln. Also vergiss es. Du hast mir heute schon genug geholfen. Ich werde versuchen, dieses Rätsel alleine zu lösen. Danke nochmal, Gameplayerin. Das ist fantastisch. Ja, toll. Erst fixst du mich hier an und dann lässt du mich hier einfach stehen, oder was? Toll. Jetzt muss ich ihn erstmal leveln. Das ist natürlich blöd, weil ich muss eigentlich Bass noch leveln. Und habe jetzt nicht für alles Zeit, weil ich gleich auch schon wieder auf dem Weg zur Schule bin. Dann würde ich mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, dass ich gucke, dass ich so viel wie möglich noch offline hinkriege. Und ja, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.